Heute Morgen um 6 Uhr fährt die Polizei an diesem Haus vor. Sie durchsucht die Wohnung eines Mannes, außerdem seinen Arbeitsplatz im Stadtteil St. Georg. Es ist Amtshilfe für das Bundeskriminalamt. Das Ergebnis der Durchsuchung ist nicht bekannt. Der Mann gilt als Zeuge. Er soll Kontakt zu dem terrorverdächtigen Syrer aus Schwerin gehabt haben. Dieser hatte offenbar konkrete Anschlagspläne. Meine Damen und Herren, die deutschen Sicherheitsbehörden haben heute erfolgreich einen schweren Terroranschlag in Deutschland verhindert. Der Zugriff erfolgte genau zum richtigen Zeitpunkt, spät genug, um die erforderlichen Beweise zu sichern und früh genug, um die Gefahr zuverlässig bannen zu können. Im Schweriner Stadtteil Neuzippendorf nahmen die Beamten den 19-jährigen Syrer fest. Er hatte nach Angaben der Bundesanwaltschaft damit begonnen, sich Bauteile für einen Sprengsatz zu beschaffen, darunter Lösungen mit Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid. Die Beamten fanden auch Bauteile für eine Fernzündung. Nach unseren Erkenntnissen befasste sich Yamin A. spätestens im Juli 2017 den Entschluss, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden und dadurch eine möglichst große Anzahl von Menschen zu töten und zu verletzen. Er recherchierte in sozialen Netzwerken nach Anleitungen zum Bombenbau. Wir wissen auch, dass sich der Beschuldigte im Internet mit Personen aus dem dschihadistischen Spektrum ausgetauscht hat. Ob diese in die Planungen eingeweiht waren oder ob er Mithelfer hatte, sei noch unklar. Daher werde ihm nicht Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen, sondern Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. In welchem Verhältnis der Mann aus Hamburg zu dem Syrer stand, werden wohl die nächsten Tage zeigen. Und soeben hat der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, bekannt gegeben, dass der festgenommene Syrer im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen sei und im Februar 2016 dort einen Asylantrag gestellt habe.